Wir wollen uns jetzt mal mit den Eigenschaften der Exponentialfunktion beschäftigen. Zum Teil kennt ihr die sicherlich jetzt ja schon, aber machen wir das trotzdem mal vollständig und zwar mit Hilfe von GeoGebra. Dabei hoffe ich, dass ihr so ein paar Funktionen von GeoGebra vielleicht direkt noch mit aufschnappt, weil das ein ganz nützliches Programm ist. Also, wir schauen uns zunächst die einfachste Form von Exponentialfunktionen an und das ist die, wie sie im Buch auf Seite 55 zu finden ist, bei denen die Funktionsgleichung aussieht, y gleich b hoch x oder f von x gleich b hoch x. Dabei ist x die Variable und b ist ein Parameter und ein Parameter, das ist im Grunde ja eine feste Zahl, die man unterschiedlich einstellen kann. Also wähle ich dafür einen Schieberegler, den ich dann auch b nenne. Okay. Also das mache ich hier unten in der Eingabezeile. F von x gleich b hoch. Hoch mache ich mit diesem Hütchen, diesem Dach, das neben der 1 steht, hoch x. So, und was erhalte ich? In diesem Fall erhalte ich eine Gerade, was kein Wunder ist, denn wenn die Basis 1 ist, dann ist die Funktion, also b gleich 1, dann ist die Funktion natürlich 1 hoch x. Das ist keine richtige Exponentialfunktion. Wir erhöhen b jetzt einfach mal ein bisschen, zum Beispiel auf 1,3 und sehen, dass wir die typische Form einer Exponentialfunktion haben. Wir kommen von minus unendlich auf der x-Achse und bewegen uns in Richtung plus unendlich und dabei steigt der Graph immer mehr an. Und zwar auch immer steiler. Ja, was passiert, wenn ich jetzt ein höheres b wähle? Dann wird der Graph noch steiler. Okay, der Graph steigt also für b größer 1. Das wird im Buch auch entsprechend gesagt auf Seite 55. Schauen wir uns an, was passiert, wenn wir unter 1 gehen. Da sehen wir jetzt schon bei 0,9, das ist noch sehr nahe der 1. Da scheint der Graph, oder man sieht es deutlich, der Graph fällt leicht, aber wenn man jetzt weiter von der 1 weggeht, sieht man, dass er immer steiler fällt. Er sieht eigentlich genauso aus wie der Graph vorher, nur an der x-Achse gespiegelt. Und wenn wir uns das jetzt mal ansehen, 0,5 ist ja auch ein halb. Also wir befinden uns jetzt noch momentan im Bereich 0, zwischen 0 und 1 für b. Und da sehen wir, der Graph fällt. Und 0,5 ist ein halb. Und im Buch wird gesagt, das ist der letzte Punkt in diesem Informationskasten zu den Eigenschaften der Exponentialfunktion ganz unten. Die Graphen der Exponentialfunktion zu y gleich b hoch x und y gleich 1 durch b hoch x gehen durch Spiegelung an der y-Achse auseinander hervor. Das ist der Graph zur Funktion 0,5 oder ein halb hoch x. 1 durch b hoch x, wenn b ein halb ist, wäre 2 hoch x. Also schauen wir uns einfach mal als zweiten Graphen an. Nehmen wir g von x, obwohl man g normalerweise für Geraden reserviert, aber das machen wir jetzt einfach mal so. 2 hoch x und wir sehen, dieser Graph sieht exakt aus wie f, nur eben an der x-Achse gespiegelt. Das heißt, wir haben ein halb hoch x und 2 hoch x, die sich genau spiegeln, das bestätigt diese Aussage. Okay, was wird hier noch gesagt? Dass der Graph fällt, soll hier nur zwischen 0 und 1 gelten. Das wirft die Frage auf, was passiert denn bei genau 0 oder was passiert für unter 0? Und wir bewegen uns, na, jetzt war ich zu schnell, zur 0. Und naja gut, 0 hoch x ist natürlich immer 0, das ist aber keine Exponentialfunktion mehr. Und unter 0 geht es überhaupt nicht. Und das ist, wenn man sich zum Beispiel minus 2 hoch x ansieht, eigentlich auch kein Wunder. Denn wenn man hier ungerade Zahlen einsetzt, dann kriegt man negative Werte. Wenn man gerade Zahlen einsetzt, kriegt man positive Werte. Das Ganze springt also immer hin und her. Und wenn man sich die Zwischenwerte anguckt, dann stellt man fest, das ist keine richtige oder keine sinnvolle Funktion. Und deshalb sind die Funktionen, die Exponentialfunktionen auf b, für b größer 0 definiert. Das steht auf Seite 55 über dem Informationskasten. Da steht Eigenschaften der Exponentialfunktion mit y gleich b hoch x, b größer 0 und b ungleich 1. Warum ungleich 1, haben wir ja auch schon gesehen. Okay, der Graph liegt
immer oberhalb der x-Achse, das haben wir gesehen, wenn wir uns jetzt zurückbewegen in den Bereich, der erlaubt ist, also zwischen 0 und unendlich. Jetzt bin ich zwischen 0 und 1 und wir sehen, hier ist er natürlich oberhalb der x-Achse. Hier, wie heißt es im Buch, schmiegt er sich den positiven Teil der x-Achse an. Also dieser hier ist ja der positive Teil der x-Achse. Und hier nähert sich der Graph der x-Achse und ist sehr, sehr nah dran. Wenn wir jetzt vergrößern, würden wir feststellen, auch wenn es hier aussieht, als wäre es schon drauf, wir können das ja einfach mal machen. An dieser Stelle bei 4. Sieht immer noch so aus, als wäre es genau drauf, aber je stärker wir reinzoomen, desto deutlicher wird, ah, jetzt sieht man es langsam, dass der Graph noch nicht ganz an der x-Achse angekommen ist. Ja, das ist jetzt deutlich. Und so wäre es, egal wie weit man sich vom Nullpunkt entfernt, aber man muss natürlich immer stärker reinzoomen. Das machen wir jetzt mal wieder rückgängig. Aus irgendeinem Grund sehe ich jetzt den Graphen gar nicht mehr. Achso, weil ich bei b gleich minus 2 noch bin. Okay, wenn wir uns jetzt in diesen Bereich begeben, dann stellen wir fest, dass der Graph sich ebenfalls, also wenn wir über 1 sind, dass der Graph sich ebenfalls im positiven Bereich befindet, im positiven Bereich der y-Achse, und sich auf der negativen Seite der x-Achse an diese anschmiegt. Und hier werden wir das gleiche Phänomen feststellen, wenn wir reinzoomen, wenn wir auch hier hinten, wo es so aussieht, als wäre der Graph schon genau auf der x-Achse, wenn wir feststellen, ganz drauf ist er noch nicht und das wird er auch nicht, egal wie weit man in den negativen Bereich geht. Deshalb diese Formulierung ist, der Graph schmiege sich an die x-Achse an. Schauen wir uns mal den einfachen Fall an von b gleich 2, wir haben also 2 hoch x. So, die nächste Aussage hier, jedes Mal, wenn x um s wächst, wird der Funktionswert b hoch x mit dem Faktor b hoch s multipliziert. Das ist eine Grundeigenschaft der Exponentialfunktion. Das können wir uns hier einfach mal anschauen, wenn wir einen Punkt auf den Graphen setzen und wir haben ihn zum Beispiel hier bei minus 2, nicht ganz so, ja. Da ist der Wert der Funktion bei minus 2, können wir ablesen, 0,25. Wenn ich jetzt von minus 2 zu minus 1 gehe, so, dann ist der Wert 0,5. Also aus 0,25 ist 0,5 geworden. Der Funktionswert hat sich genau verdoppelt. Die Aussage ist jetzt, dass der Funktionswert immer mit dem Faktor b hoch s ansteigt, wenn wir es um s verschieben. S war hier 1, b ist 2, also wäre das jetzt 2 hoch 1, das ist 2 und genau das ist ja passiert. Der Funktionswert hat sich verdoppelt. Das müsste jetzt, egal an welcher Stelle ich das ausprobiere, so sein. Und ich prüfe, wenn ich bei minus 1 bin, habe ich 0,5. Wenn ich jetzt auf 0 gehe, also wieder um 1 steige, ist es 1. Auch das ist eine Verdopplung. Also wieder 2 hoch 1. Wir können das Ganze auch für den Fall untersuchen, dass wir nicht um 1 steigern, sondern um 2. Wir beginnen hier bei minus 2, ist es 0,25. Und jetzt steigern wir den Exponenten von b hoch x, also von 2 hoch x, von minus 2 auf 0, also um 2 und stellen fest, aus 0,25 wird 1. Es ist also eine Vervierfachung. Jetzt schauen wir uns an, was passiert, wenn wir den Funktionswert nicht von minus 2 starten lassen, sondern von minus 1, 0,5 und ebenfalls um 2 steigern, also auf 1. Dann wird aus 0,5 2. Auch das ist eine Vervierfachung. Was wir ebenfalls feststellen können, wenn ich hier b bewege im Bereich, der erlaubt ist, dann verändert sich eigentlich jeder Teil des Graphen bis auf den Schnittpunkt mit der y-Achse. Das bleibt immer der Punkt 0, 1. So, schauen wir uns jetzt mal an auf Seite 58, was passiert, wenn man vor das b noch einen Faktor a setzt. Dazu
Nehmen wir wieder einen Schieberegler. A. Und jetzt müssen wir in unsere Funktionsgleichung, die müssen wir jetzt mal abändern, dieses a noch einbauen. A mal b hoch x. Man muss beachten, hier wird nicht das Produkt aus a und b mit x potenziert, sondern nur b wird mit x potenziert und das Ganze dann mit a multipliziert. Übernehmen. Okay, jetzt hat sich nichts geändert. Warum? Naja, weil a auf 1 eingestellt ist und 1 mal 2,6 hoch x ist eben das gleiche wie 2,6 hoch x. Jetzt können wir kurz überlegen, welche Funktion hatte a bisher? A war unser Anfangswert und das passt hier auch, denn wenn a auf 1 eingestellt ist, dann müsste zum Zeitpunkt 0, also häufig waren das ja so Wachstumsprozesse, wo der Exponent die Zeit darstellt, müsste zum Zeitpunkt 0 der Wert 1 sein und genau das haben wir hier. So, und entsprechend ist eigentlich auch schon klar, was passiert, wenn ich das jetzt auf 2 einstelle. Dann müsste der Anfangswert bei 2 liegen. Und das prüfen wir. Und tatsächlich, der Anfangswert liegt bei 2 und der ganze Graph wird nach oben gestreckt. Und wenn ich jetzt unter 1 gehe, dann wird der Graph eben flacher. Interessant ist, was passiert, wenn wir also bei 0 ankommen, dann ist es natürlich klar. Dann haben wir hier 0 mal 2,6 hoch x und 0 mal 2,6 hoch x ist einfach 0. Das ist langweilig, aber wenn wir unter 0 kommen, dann haben wir hier eine negative Zahl, die vor der Basis, die potenziert wird, steht und damit werden alle Funktionswerte negativ. Das heißt, der Graph wird unterhalb der x-Achse verlaufen. Die Aussagen, die wir getroffen haben für die Bereiche, in denen der Graph wächst oder fällt, werden sich dadurch natürlich verändern. Schauen wir uns das mal jetzt an. Wenn ich jetzt b größer als 1 habe, sehen wir, der Graph fällt. Jetzt gehe ich mal in den Bereich zwischen 0 und 1. So, und jetzt steigt der Graph, aber in beiden Fällen tut er das jetzt unterhalb der y-Achse, während er bei positivem a immer oberhalb der y-Achse liegt. Was allerdings gleich bleibt, ist, wo sich der Graph anschmiegt. Bei b zwischen 0 und 1 schmiegt sich der Graph im positiven x-Bereich an die x-Achse an. Bei b größer als 1 tut er das im negativen Bereich der x-Achse. Ja, was ist das nächste? Jetzt haben wir also die Form der Exponentialfunktion über diese Parameter geändert. Was wir mit anderen Funktionen bisher schon gemacht haben, war, dass wir sie zum Beispiel verschoben haben. Und da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Man kann die Funktion verschieben in Richtung der Y-Achse, das heißt vertikal hoch oder runter. Und auch das machen wir wieder mit einem Schieberegler. Nehmen wir den C, der natürlich jetzt nichts macht, denn in der Funktion ist C nirgendwo berücksichtigt, aber das werden wir jetzt ändern. Wir wollen den Graphen vertikal verschieben und das ging bisher immer, indem man einfach zur Funktion am Ende noch ein Absolut hinzuaddierte. Und das probieren wir hier jetzt auch mal. Wir haben hier also a mal b hoch x und jetzt addieren wir C. Und schauen, was passiert. C ist gerade auf 1 eingestellt. Schauen wir uns diesen Funktionsgraph hier nochmal an. Was müsste passieren? Er müsste um 1 nach oben rutschen, allerdings nicht gestreckt werden. Das heißt, nicht bloß dieser Schnittpunkt um 1 nach oben und der Graph dann steiler, sondern der ganze Graph müsste um 1 nach oben wandern. Das heißt, er dürfte sich nicht mehr an die x-Achse anschmiegen, sondern an die Parallele zur x-Achse, die den y-Wert 1 hat. Probieren wir es aus. Tatsächlich genau das, was wir erwartet haben. Okay, und jetzt spielen wir einmal ein bisschen mit dem Regler C und sehen, wenn ich den auf 0 einstelle, dann ist die Funktion eben nicht verschoben. Wenn ich in den negativen Bereich stelle, dann verschiebt sich die Funktion.
in den negativen Bereich und wenn ich ihn auf einen positiven Wert einstelle, dann verschiebt sie sich in den positiven Bereich. So, das nächste, was wir prüfen könnten, ist, wie man die Funktion nicht vertikal, sondern horizontal, das heißt parallel zur X-Achse hin und her verschiebt. Und da haben wir auch schon Erfahrungen gesammelt, wie sowas bei anderen Funktionen funktioniert. Und zwar muss man ganz einfach zum Argument hier bei x, bei f von x, zum Argument etwas addieren, damit sich die Funktion in Richtung der x-Achse verschiebt. Wobei, wenn man etwas Positives addiert, sie sich in Richtung des negativen Bereichs der x-Achse verschiebt, also nach links. Wenn etwas Positives addiert wird, dann verschiebt sie sich in die entgegengesetzte Richtung, also nach rechts. Schauen wir mal, ob das hier auch so ist. Wir nehmen wieder einen Schieberegler. D. Und müssen uns überlegen, wie bauen wir den jetzt in die Funktionsgleichung ein. Ja, wenn wir zum Argument etwas addieren, heißt das ja zu unserem Exponenten hier. Und deshalb setze ich jetzt um diesen Exponenten zunächst mal eine Klammer und addiere da oben d. Das ist unser neuer Schieberegler. Wir übernehmen das. Und da hat sich jetzt gerade schon was getan. Okay. Stellen wir ihn zunächst mal auf 0. Dann haben wir hier die Funktion 1,6 hoch x. Und jetzt machen wir daraus die Funktion 1,6 hoch x plus 1. Und was passiert? Es scheint zunächst nicht das Richtige passiert zu sein, denn die Funktion scheint sich einfach nur gestreckt zu haben. Machen wir es also nochmal rückgängig. Und lassen uns eine Spur zeigen dieser Funktion. Spur ein und Spur sofort wieder aus. Und wenn ich jetzt hier 1 einstelle, dann sehe ich beide Funktionen. Ja, was wollten wir erreichen? Wir wollten, dass sich die Funktion um 1 nach links verschiebt. Sieht so aus, als habe sich die Funktion einfach nur gestreckt. Aber schauen wir uns mal einzelne Punkte an. Die Ursprungsfunktion hatte an der Stelle 0 den Wert 1. Die neue Funktion hat an der Stelle minus 1 den Wert 1. Also hier hat sich tatsächlich die Funktion um 1 nach links verschoben. Die Funktion hatte an der Stelle 1, die ursprüngliche Funktion, den Wert etwa, ja genau, 1,6. Die neue Funktion hat an der Stelle 0 den Wert 1,6. Also auch hier hat eine solche Verschiebung stattgefunden. Das heißt, offensichtlich ist Strecken oder Verschieben einer Exponentialfunktion letzten Endes das gleiche. Also halten wir mal fest, was haben wir jetzt festgestellt? Wir können eine Exponentialfunktion in vertikaler Richtung verschieben, indem wir am Ende ein Absolutglied einfügen, mit dem wir einen Wert hinzuaddieren zu den y-Werten, die diese Funktion liefert, oder eben entsprechend subtrahieren, wenn es ein negativer ist. Wir können die Funktion in x-Richtung verschieben, wenn wir zum Argument, das heißt dem x hier oben im Exponenten, einen Wert hinzuaddieren bzw. einen Wert subtrahieren. Ja, das ist eigentlich alles, was zu Verschiebungen von Exponentialfunktionen zu sagen ist.